So, da wären wir wieder. Todeswahl, Mission 76. Oder auch zu Deutsch, zusammen mit Wolfie gegen das Böse. Richtig. Und ich habe mir jetzt was gedacht. Und zwar wirklich, der Platz von der Burg ist aber ziemlich knapp. Ich versuch's trotzdem, so gut es geht. Ich werde versuchen, Wolfie zu imitieren. Ich habe mich auch ein bisschen passend benannt. Und ja, nicht wundern, dass das ein bisschen nah dran ist. Es hat genau um einen Platz nicht gereicht, der Name. Deswegen habe ich ein bisschen näher rangerückt. Das passt ja auch. Ja, ich werde es sehr, sehr langsam stellen und ihm nachbauen, so gut es geht. Versuchen wir es einfach mal. Ein bisschen Platz ist ja da. So, Lager. Wie machst du das? Och nö, macht es mir doch noch extra schwer, indem er jetzt anders platziert ist als ich. Oh Mann. Kornspeicher da unten, alles klar. Links oder rechts dran? Links an das ausgerichtet. So. Bitte nächste Informationen. Heiliger Bimbam, das ist da Wir unten. benötigen Steine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nach außen und dann nach drüben. Ich habe jetzt dann doch eine andere Idee. Ich glaube, das wird dann doch ein wenig krass, ihm so nachzubauen. Wir schaffen das sowieso nicht direkt, vor allem da er sich gerade selbst ein bisschen was ruiniert. Dann machen wir einfach auf Wolfie-Style, was die Truppen angeht. Hoppala. Weil das ist mir jetzt doch ein bisschen zu krass. Da machen wir weiterhin unsere, also vom Burgbauen her dann doch eher auf uns gerichtet. Wir machen es aber trotzdem ein bisschen an den Wolf angelehnt. Aber die Truppen machen wir an Wolf hier angerichtet. Machen wir es so. Das ist vielleicht klüger. Eure Befehle? Hat er überhaupt? Ich glaube, der hat gar keine Bäckereien, oder? Der macht ja Käsefarmen, er macht Brauereien, wie ich weiß, aber er macht, glaube ich, kein Brot. Sparen wir uns schon mal das Übel. Den Ärger. So, dann kommst du mal kommst mal du daher. Dann holen wir uns zwei von euch. Eins, zwei. Ach, da unten. Ach du Scheiße. Hätte ich das gleich gewusst. Moment. Eins, zwei. Eigentlich reichen zwei. Ist ja nah genug dran, würde ich sagen. Holzfäller nicht vergessen, sonst überwuchert uns hier wieder alles mit Bäumen. So, und hier noch einen. Es sind nicht genügend Arbeiter Ja, vorhanden, um das ist ja Gebäude gut. zu Kommen wir verwalten. bald. Ah, okay, er macht, glaube ich, ja, er macht diese Burg, okay. Und ja, so wie es aussieht, macht er halt wirklich nur die Brauereien. Da sparen wir auch ein bisschen Platz, was die Bäckereien angeht. Diesen Platz können wir dann auch wiederum nutzen für Es sind nicht tolle genügend Farmen. Arbeiter Jetzt haben wir vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Es sind nicht genügend Arbeiter So. vorhanden, um das Gebäude zu Ja, verwalten. ah, natürlich sind es Ihr das könnt auf uns nicht. zählen. So, bevor wir wieder den gleichen Fehler wie letztes Mal machen mit den Mutterschaftskrisen und den Kinderkrisen, machen wir das jetzt erstmal dahin. Und dann machen wir die Häuser. Was mache ich da? Waffenkammern statt Häusern? Ja, Kinder und Waffen sind sich so ähnlich, da kann man das schon mal verwechseln. Naja, sagen wir es mal so. Kinder sind eine ziemliche, also Kinder sind quasi in der Evolution eine weite Voranschreitung der Schallwaffentechnologie. Heiliger Bimbam, was machst du denn? Der macht, ah ja, stimmt, das ist diese Burg. Ja, genau. Oh Gott, Wolfi. Das wird was bei dem wenigen Platz, den du hast. Aber wenigstens kann er seine Lager machen. Das ist schon mal was. Ja, und wie richten wir uns an ihn dran? Ich glaube, wir machen auch so ein Ding nach draußen. Das ist cool. Das muss heutzutage jeder haben, um cool zu sein. Gut, dann machen wir mal ein kleines Tor aus in diese Richtung. Und grenzen uns mal auf eine gewisse Weise ein bisschen ab. Kleines bisschen. Bisschen Eisen darf natürlich auch nicht fehlen. Unser Nährstoffhaushalt Wir vertraut auf benötigen sowas. Holz. Ja, ist ja gut. Alter Pessimist. Man kann auch ohne Holz hölzerne Gebäude bauen. Man muss nur improvisieren. Notfallshalber klebt ihr euch eben aus Langnese-Eisstielchen eure Gebäude zusammen. Und wehe, ihr habt keine da. Ich sehe euch doch bei euren Gärten immer sitzen. Mit eurem Eis. So, dann macht hier ja gar keine Türme hin.
Die coolen Leute machen gar keine Türme mehr mittlerweile. Wie macht er denn das mit dem Torhaus? Er macht es ganz nach außen. Alles klar. Und zwei breit und hier. Okay, das ist mal ganz nett zu sehen. Mal von der Tatsache abgesehen, dass er hier gerade irgendwas hinbauen will. Ja, das passt so, finde ich. Gut. Dann machen wir das so. Einmal. Dann hier rüber. Gleich schon so oder noch ein bisschen raus? Ein bisschen raus kann es noch gehen. Dass wir notfalls aber ein Produktionsgebäude für Waffen noch hinkriegen. So etwa. Damit der noch vorbeikommt. Dürfte das hinhauen? Das haut hin. Sehr schön. So. Mal ein bisschen dünner das Ganze. Schlankheit siegt ja auch manchmal. Und etwas so. Noch eins raus. Und so. Genau. Sehr schön. Frohe Weihnacht, euer Gnaden. Ach, halt doch die Waffel. Ich kann es nicht mehr hören. So. Sehr schön. Gefällt mir soweit. Wir brauchen auch bald die ersten... Ja, ich merke es schon. Wir brauchen jetzt bald die ersten Einheiten. Könnte jetzt dann vielleicht doch ein bisschen knapp werden mit den ersten Gegnern, die kommen. Machen wir mal einen kleinen Mischmasch aus Bogenschützen und Armbrustschützen, so wie es Wolfi auch gerne tut. So. Bin zur Stelle. Holen wir mal zuerst die Bogenschützen her. Es werden Waffen benötigt. Wir kriegen ja auch sehr schön Meuchelmörderbesuch bald. Das wird auch toll. Ich freue mich schon. Steuern ist eine Sache, aber wie wäre es mit einer kleinen Gabe? Kommt schon. Du bekommst gleich eine kleine Gabe in Form einer Faust. Vibe. Tja. Keine Sorge, ich schlage keine Frauen. Von ihm. Ja, ihm weiß ich, dass es nicht so ist. Achtung! Ich habe ihn beobachtet. Er pinkelt im Stehen. Besser gesagt, sie pinkelt im Stehen. Aber ich habe es ja schon rausgefunden, deswegen kann ich sagen, er. Jetzt seid ihr bestimmt verwirrt. Ja, als Burglord hat man ja nicht sehr viel zu tun, als da oben die Leute zu beobachten. Also bitte. Und das stellt mir nicht, ich würde spannen. Es reicht schon, dass mir das im echten Leben unterstellt wird. Wie schaut's denn hier aus? Vasir mit seiner tollen Burg ist ganz hinten und beschützt niemanden. Das ist schon mal was Tolles. Wolfi mit seiner tollen Burg ist hier vorne und beschützt auch niemanden, weil hinter ihm niemand ist. Das ist auch toll. Aber er braucht doch niemanden zu beschützen. Oh Mann, der lässt sich wieder eine Zeit. Achtung! So, dann gucken wir bald mal, dass wir so einen ähnlichen Auswuchs einfach aus unserer Burg rauslassen wie er. Muss ja nicht unbedingt auch so eine Verbindung hier sein. Das ist ein bisschen übertrieben, auf irgendeine Weise. Aber wir können hier außen hin ein paar Gebäude machen. Zum Beispiel Häuser. Zack, haben wir noch ein paar Häuser mehr. Alle sind zufrieden. So. Ja, stimmt. So Nahrungsgebäude und solche Sachen könnten... Ja, wie soll ich sagen? Ganz nett sein. Oh Mann, jetzt muss hier ein Baum wachsen. Mach den Baum mal weg, bitte. Wachen, entfernt diesen Baum. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Mehr als eine Farm nicht. Das könnte sich als ziemlich, naja, unfarmreich herausstellen. Oh Gott. Noch ein bisschen mehr, bitte. Vielleicht wäre es doch nicht so schlecht, hier vorne einfach mal ein Tor auszumachen, oder? La 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 la. Dass die Farmen dann mal ein bisschen schneller sind, eventuell. Ich könnte jetzt auch mal endlich ein paar Jägerstände machen. Ich habe so lange keine Jägerstände gemacht, im Sinne von wahrscheinlich noch nie, wenn ich mich recht erinnere. Wäre gar nicht mal so unklug. Ihr könnt das nicht dort platzieren. Unklug mit K. Richtig. Das wird ein bisschen doof. Hier müsste ich ja. Ach, verflucht. Hier will ich doch meine Mauer ziehen, meinen Mauerauswuchs. Das kann ich eigentlich jetzt gleich mal machen, bevor ich es vergesse. Wie lang machst du das, mein Freund? Zeig mir deine Länge. Auf der Stelle. Na gut, dann ziehen wir es erstmal so ein Stück. Wie schaut's bei dir aus?
Nur eins und dann geht schon der direkte Übergang los. Das heißt, nur eins und da geht's schon wieder rüber. Das heißt, hier wird's abgegangen. Nee, Moment, hier wird schon abgegangen. Eieieiei. Oder? Nee, das erste war richtig. Das erste war richtig. Verflucht. Okidoki. Und hier auch rüber. Ich sehe schon, der Baum ist wieder mein größter Feind. Oh, Mann. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Was, er macht doch einen kleinen Wall außen rum? Ja, Wolfi, keine Sorge. Nicht zu übertreiben. Nein, Bogenschützen bereit. Kommt man nur drauf. In Bewegung. Naja. Im Falle lassen wir es aber vielleicht... Nee, ich weiß nicht, ob wir es bei dem Turm lassen. Ach Quatsch, wieso sollten wir es bei dem Turm lassen? Machen wir den Kleinen auch noch davor. Sobald der Baum hier weg ist, versteht sich. Ah, die haben den weg. Sehr schön. Da bin ich zufrieden. Die Wachen haben erfolgreich den Turm entfernt. Ich war seiner überdrüssig. Sire? Da hat er, wie es aussieht, auf den kleinen Türmen hat er, so wie es aussieht, die Bogenschützen. Auf den großen hat er die Armbrustschützen drauf. Ach, ist mir jetzt eigentlich egal. Ich mische das einfach kunterbunt durch. Bloß, dass hier noch Kohlenpfannen natürlich draufkommen, für die Bogenschützen, die schießen. Die Armbrustschützen können ja keine Kohlenpfannen benutzen. Ist auch nicht so schlimm. Sie beschweren sich ja nicht wegen Diskriminierung oder Ähnlichem. Da kann man mit leben. Machen wir mal ein paar Jägerstände. Könnte vielleicht gar nicht mehr so schaden. Jetzt machen wir mal die Ration runter. Und trotzdem die Steuern hoch. Gewusst wie. Ihr Ausschank könnte ein bisschen mehr sein. Das ist so ein Problem. Aber wie ich ja weiß, kann der Bierausschank ein bisschen weiter entfernt sein. Das macht nicht sehr viel aus. Und solange der hier durchkommt, passt das so. Waffen geschultert! So. Die Jäger sind unterwegs. Ach, die Hunde. Ach, die Bellen zu hören erinnert fast an Stronghold, weil ich das in Stronghold Crusader das so selten mitkrieg. Besser gesagt, mach mit den Hunden. Also, jetzt. Ausbilden und so. Oh, könnte ich da mit einer Mange hinterkommen? Wäre das möglich? Will ich das? Ich glaube, ich mache trotzdem eine Balliste. Wolfi macht zwar eine Mange, aber ich finde hier gerade eine Balliste klüger. Ja, Ballisten sind intelligenter als Mangen. Stimmt, Baumeistergilde. Och, nö. Eine Nachricht von Vasir. Ich werde euch niederstrecken. Ist ja gut. Mr. Agro. Beruhigen Sie sich. Hilfe ist unterwegs. Haben wir jetzt schon auf 40? Ja, wir haben schon auf 40. Machen wir mal auf 50 hoch. Hallo? Ich mache mir die Mühe, das Zeug wegzukriegen und du. Wachen! Entfernt diese Farm! Ich bin ihrer Antlitz überdrüssig. Ein erträglicher Verlust. Da macht er das gleiche nochmal. Boah, den seine Burg anzugucken, das ist irgendwie keine Ahnung. Wer hat sich das ausgedacht? Na gut, irgendjemand hat sich da einfach im Editor gestellt und hat sich gedacht, so, dann machen wir einfach mal eine Burg. Drei Stunden und fünf Testosteron-Einspritzungen später. So, die Burg ist fertig. Mach dir mal den Baum da weg. Der nervt. Machst du böse Sachen? Oh, wow, was für böse Sachen der macht. Wenn hier mal gerade ein bisschen weniger Gewusel ist, würde ich echt, also richtig gerne die Käsefarm hinbauen. Dankeschön. Gut, dann gucken wir mal, dass wir mit der Waffenproduktion anfangen. Machen wir mal zwei Gerbereien. Dementsprechend auch zwei. In diesem Gebäude gibt es Armbrustschützenhersteller. Oder was auch immer. Das mal alles ein bisschen produktiver zu gestalten, machen wir das mal so. Ups, das war gerade die, die das Bier gebracht hat. Naja. Eine Frau, die Bier bringt, ist sowieso ein suspekter Anblick. Sie musste weg. Eisen schaut schön aus, muss ich ja sagen. Eine Nachricht von erstmal ein bisschen Platz machen.
habe mich im Stich gelassen. Wir rücken so, oh, Menschenskind, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. So. Einmal mehr Bogen. Einer der Bogen produziert. Das ist doch auch nicht schlecht. Bögen, besser gesagt. Dann brauchen wir jetzt langsam Schmiede. Ja, machen wir erstmal einen Rüstungsschmied hierher. Schön zentral gelegen. Ein zweiter Rüstungsschmied hierher. Der Platz hier macht mit... Die Brauerei da nervt echt. Der Platz ist doof belegt. Dann machen wir das tatsächlich einfach so, dass wir hier dann irgendwie noch eine Brauerei hin... Nee, so hier. Nein. Ihr seid machen wir es einfach dahin. Sechstgrößte Herrscher. Dann ist hier noch der Platz für eine zweite Rüstungsschmiede. Dann machen wir noch Schwerte. Da kommt hier keiner mehr durch. Schlechte Idee. So kommen die Leute noch durch. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitszeit. Einmal. Zweimal? Ich weiß nicht. Ja, machen wir einfach zweimal. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit. Und dann für Pikinierspaß. In diesem Gebäude eigentlich hätte ich auch gesagt zwei, aber das wird ein bisschen knapp, würde ich sagen. Da würde ich fast sagen, machen wir mal noch ein paar Häuser weg. Wir machen hier noch ein bisschen Pikinierspaß hin. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Dafür kommen die Häuser dann hierher. Ist doch auch was Schönes. So. Böse Sachen müssen wir auch noch bauen. Wir müssen ja unsere Pflicht als Terrorherrscher entgegenkommen. Stimmt. Dann machen wir mal die Armbrustproduktion ein bisschen geringer und machen da noch ein Rüstungsschmiede hin. So, jetzt ist aber alles gut. Weil die Armbrust, die kommen ja schneller rein als die Harnische. Das habe ich auch ganz vergessen. Wop-ba-ba. Ihr könnt jetzt weg. Ja, ja, verarsch mich noch. So, jetzt müssen wir warten, bis das Ding weggeschlagen ist. Bisschen schneller, wenn es geht, bitte. So. Okay. Eins in der Mitte und dann eins noch unten. Boah, Leute. Wie viele seid ihr denn jetzt schon wieder? Muss das denn sein? Bin zur Stelle. Ach ja, kommt mal hoch. Mein Meister benötigt die folgenden Güter. Sofort. Ist ja gut, ein Moment. Was willst du denn? Ja, warte, ich schau einfach gleich nach. Hui. 26 Holz, ja gut, warum nicht? So. Eine Nachricht vom Wolf. Der Meister lässt euch wissen, dass eure Güter eingetroffen sind. Das ist doch was Schönes, nicht wahr? Meister, warum heißen die Deutschländer eigentlich Deutschländer? Halt die Schnauze und mach weiter den Abwasch. Lehrling. Stimmt, ich kann jetzt erste Truppe produzieren, die für mich. Das hier niederstrecken. Das ist trotzdem wirklich sehr erstaunlich, wie gottverdammt langsam. Die Piken reinkommen. Hi. Vergleich zu den Schwertern. Eine Nachricht von Nasir. Gefällt es euch, wie eure Oh Mann, das regt mich jetzt schon wieder auf. Es werden Waffen benutzt. Das muss doch nicht sein. Und ich habe schon wieder eine Treppe vergessen. Ich vergesse immer die Treppen. Hier habe ich bei euch sowieso nichts hin, da baue ich hier gleich eine Treppe hin. Bevor wieder mit 563,76 Ausrufezeichen ein Machttreppen erscheint. Wir folgen euch, Herr. Ja, ich komme ja schon und mach mal das Durchaus auf. Gut, dann geht's immer so. Nein, der wollte doch nur Eisen bringen. Hallo? Brauerei? So. Nun ist die Zeit gekommen. Oh Mann. Zeit ist aber auch das Einzige, was in deiner Burg kommt. Hoppala. Wir benötigen mehr Holz. Bitte lieber
Stein-Dingensbummens. Sei nicht da unten. Ach komm, das darf noch nicht wahr sein. Wie habe ich das hingesetzt am Anfang? Na, so geht's auch. Alles klar. Verstehe. Bin zur Stelle. Waffen benötigt sein. So, okay. Jetzt macht mal bitte dicht. Macht mal das Teil weg. Es stört. Uns entgeht niemand. Na also. Macht das mal alles weg. So, mehr braucht jetzt erstmal nicht zu tun. Männer sind schneller als der Wind und leichter als die Schlange. Ihr tut also recht, sie zu fürchten. Deine liebe Schlange, ja, ja. Eine Nachricht vom Wolf. Mein Meister benötigt die folgenden Güter. Sofort. Was will denn Wolfi jetzt schon bitte? Der ist auch so ein bisschen ein Nimmersattkind. Eine Nachricht von Vasir. Wieder einmal haben meine Männer eure Boah, Hund. Schutt und Asche gelegt. Ja gut, machen wir auch ein bisschen alles mit Kohlepfannen voll, falls jetzt dann die Bogenschützen wieder an der Seite stehen, dass sie auch ihren Spaß haben. Mein Herr? Oh Gott. Du hast Meuchelmörder, geh doch wenigstens die Mauern mit denen hoch. Achtung! Eure Befehle und los! Bin zur Stelle. Ihr könnt jetzt ebenfalls hier lang. So, hier wird nicht gebettelt, aber die kriegen aufs Maul. Dann ist ja alles gut. Ich lasse die bösen Sachen einfach sein. Ist vielleicht das Beste. Warum können die nicht bemannt werden? Ah, geht doch. Es werden Waffen benötigt sein. Waffen geschultert. Eure Lordschaft.